Yo, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von The Witcher, ja? Und wir sind auf dem Weg zum Greifen, denn wir haben ja mit Wesemir ausgemacht, dass wir uns jetzt mal diesen Greifen vorknöpfen. Das ist ja unser nächster Auftrag. Wir wollen ja wissen, wo Jennifer ist, unsere Geliebte, ja, die sich schon wieder verpisst hat oder auf der Flucht war, mehr oder weniger. Und wir kriegen Informationen darüber von einem König, aber dieser will, dass wir den Greifen töten für ihn, ja. Und das wollen wir jetzt machen. Wir legen jetzt gleich eine Falle aus und ich bin gespannt, ob der Greif drauf reinfällt oder nicht. Also, Wesemir, komm, lass uns endlich anfangen. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Oh ja, wir können eigentlich anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Nimm dies. Ah, endlich. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Gespielt hast du. Also sowas. Ja, was soll ich nehmen? Ein Hexer mit einer Armbrust. Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Okay. Wartet mal. Ich muss doch erstmal gucken, wie ich jetzt die Armbrust auswähle, verdammt. Wo komme ich jetzt dahin, verdammt? Hier, Inventar. Also. Habe ich jetzt eine Armbrust? Ja, wir haben eine Armbrust. Aber wie verwenden wir diese? Wie verwenden wir die Armbrust? Ich weiß es nicht. Drücke L1, um den Schnellzugriff zu öffnen. Ah, okay. Drücke R1, um einen Armbrustbolzen zu verschießen. Ja, aber ich will doch erstmal zielen. Na komm schon her. Aber ich treffe den noch gar nicht. Oh, shit. Komm schon, greif ihn an, verdammt. Alter, wie viel Leben hat denn der? Wie komme ich jetzt wieder hier raus, verdammt? Wartet mal. Ich will mal kurz gucken, was der für Schwächen hat. Bestarium. Hybriden greifen. Die haben das. Ich glaube, das ist diese Wucht, diese komische Druckwelle, genau. Komm, greif an! Ach, der hat ja gar nicht mal so viel Leben. Alter, warum verlieren wir eigentlich kein Leben? Ah, cool, ich kann jetzt auch. Das ist gut, ich kann auch an. Oh, shit. Oh, fuck. Komm schon, Mann, renn hin. Lass ihn nicht entwischen. Ja, wo willst du hin? Ach, der fliegt jetzt weg, oder was? Plötze, komm her, schnell. Töte den Greifen. Mann, komm her. Und los, hinterher.
Komm schon, Baby. Hexersinne. Wenn du deine Hexersinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte L2 gedrückt, um deine Sinne zu schärfen und den Ursprung entfernter Geräusche zu bestimmen. Ah. Der Greif ruht sich aus. Aber ich tät mal sagen, Kumpel, du hast dich genug ausgeruht, ja? Wo willst du hin? Geralt, steig mal. Ah, komm, steig mal ab hier jetzt eine Runde. Oh, Mann. Komm schon. Mensch, das gibt's doch nicht hier. Man muss wirklich permanent ausweichen. Das ist ja hier total die Kunst. Warum fliegt das Viech dann immer weg? Greif an, verdammt. Oh Mann, manchmal... Manchmal sitzen die Druckwellen einfach nicht. Das ist sehr schade. Und warum braucht Geralt immer so lange, um dorthin zu rennen? Jetzt bist du aber tot, verdammt. Ja, Mann. Kurz mal was naschen. Die Bestie von Weißgard. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Jo, gerne doch. Nimm eine Trophäe vom Greifenkadaver. So, gib deinen Kopf her, du Mistvieh. Ui, durchdrungener Staub. Alchemie und Handwerk? Greifentrophäe. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen absurd herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Und jetzt ist der Kopf ab. Kann ich hier nochmal was looten? Ach ne, Zutaten. So, wartet mal, jetzt will ich mal gucken. Ich soll das Charakterfenster öffnen. Und dann soll ich Mutagen. Positioniere Mutagen auf die entsprechende Plätze, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Okay, wähle deinen Filter Mutagene aus. Was habe ich denn jetzt gemacht hier, verdammt. Mensch, jetzt habe ich hier was rausgenommen. Das hier haben wir rausgenommen. Das möchte ich aber gern wieder reinmachen. So, hier haben wir Mutagene. Was bedeutet das jetzt? Plus 50 Vitalität. Natürlich nehmen wir das mit. Haben wir ein bisschen mehr Leben, ne? Okay, okay. Und da hängt er auch schon, der Greifenkopf. Sieht spektakulär aus. Komm schon, Plätze. So, hol dir deine Belohnung von den Nilfgaardern ab. Ja, gehen wir mal dahin. Und erfahren vielleicht, was mit Jennifer ist. Oder wo Jennifer ist, ja? Denn das war ja unser Auftrag. Den Greifen töten für Informationen. Das haben wir jetzt gemacht. Also es schaut schon verdammt gut aus an manchen Stellen. Leider nicht überall. Wenn jetzt die eine oder anderen werden natürlich jetzt sagen, stimmt doch gar nicht, das Spiel sieht immer gut aus. Aber an so manchen Stellen, naja, ich weiß nicht. Vor allem Next-Gen-Titel. So. Allerdings ist die Größe und der Detailgrad des Spiels enorm, ja. Das ist, also da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Es fällt auch direkt auf. So, hier müssen wir hin. Ja, fick dich, Mann. Hier müssen wir wieder aufpassen, was wir tun. Denn wir sind hier nicht wirklich willkommen.
Was zum Teufel ist das? Roggen! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Komm schon, Geralt, geh dazwischen! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Gut gesagt, Geralt. Gut gesagt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Dialog, zeitbeschränkte Option. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Ja, warum soll ich das Geld eigentlich nicht annehmen? Obwohl, der ist so korrupt, ja. Und so fies zu seinen Leuten. Ich weiß nicht, was soll ich machen, Leute? Was würdet ihr tun? Vielleicht könnt ihr ja was in die Kommentare schreiben für zukünftige Entscheidungen, die noch kommen werden, ja, dass ich weiß, wie ich da vielleicht entscheiden sollte. Also, ich weiß es auch nicht, Mann. Verdammt, Geld annehmen, Geld ablehnen. Eigentlich will ich von denen kein Geld haben, allerdings haben die es uns eigentlich verdient, ja. Ach, ich nehme es jetzt. Ich nehm's. Oh Mann, ich würde den Typen gern helfen. Wo ist er denn, der Kollege hier? Nicht da. Was haben wir denn hier? Zutaten sammeln. Quartiermeister. Hast du irgendwas Cooles? Willst du spionieren oder feilschen? Ich möchte was kaufen. Zeig mir deine Waren. Was ist denn das? Mittagserscheinungstrophäe. Kostet 30, ne? Ich glaube, die können wir uns gönnen. Was auch immer mir das jetzt bringt. Oder habe ich das jetzt verkauft? Habe ich das jetzt verkauft? Alter, ich Vollidiot. Ich Vollidiot, ja? Scheiße, Mann. Also links die Sachen auf jeden Fall, die von uns sind. Und rechts seine Sachen. Das war jetzt natürlich ein richtig geiler Fail von mir, ja. Ich gebe es ungern zu, aber leider Gottes. Leider Gottes, wie teuer ist denn das Ding? Ja, das können wir uns eh nicht leisten. Verdammte Pisse, ey. So ein Mist. Können wir eigentlich irgendwas verkaufen? Nützliches Alchemie und Handwerk, Questgegenstände, andere Gegenstände. Kann ich das verkaufen hier? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Handwerkzutaten kann eine erforderliche Summe an Händler verkauft werden oder in Handwerkzutaten reines Silber. Oren, kann man hier in den Koren eigentlich... Ich habe keine Ahnung, naja gut. Zeig mir deine Waren, kannst du für mich was anfertigen? Ja, wir haben eh keine Kohle mehr, verdammter Mist, regt mich das jetzt auf. So eine Scheiße aber auch. Bis dann. Nochmal kurz die Waffe schleifen, ja, bevor es weitergeht. Gegenstand wurde aufgewertet. Und hier hinten können wir nochmal schnell die Rüstung verbessern und benutzen. So. Dann haben wir das Ding hier. Wo ist denn der Kollege, der hier verprügelt wird? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, wo ist er denn?
Nur hier in Herzer. Wo ist denn der Typ, verdammter Mist? Das gibt's doch nicht. Hier drinnen vielleicht? Ich raff das nicht. Wo ist der Typ? Der schreit doch, Mann. Ich möchte ihm gern helfen. Aber wie soll ich ihn helfen, wenn ich ihn nicht finde? Ey, das regt mich gerade ein bisschen auf. Wie kann man die Scheiße so beschissen positionieren, dass man das nicht findet? Die sollten mir einfach anzeigen, von wo das kommt. Was ist denn hier? Irgendwas Weißes? Ach so, eine Kiste. Da dürfen wir natürlich nicht rangehen, ansonsten haben wir verkackt. Ah, hier ist er doch nicht. Hier ist doch der Typ nicht, oder ist der vielleicht hier hinten in der Ecke irgendwo? Vielleicht wird er hier hinten ausgepeitscht. Nee, das ist aber auch nicht der Fall. Sehr ärgerlich, dass man den nicht finden kann. Vielleicht auch hier draußen? Nee, draußen ist er auch nicht. Oh Mann. So ein Mist aber auch. Oder hier unten? Wird der Typ hier unten verprügelt? Was hast du hier, einen Zettel? Ja. Okay. Also wir finden den Typen nicht, leider Gottes. Ich hätte gern geguckt, wie es weitergeht mit ihm, aber... Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur... Man hört den Busch stöhnen, aber er ist nicht aufzufinden. Sehr, sehr schade. Hätte ich mich jetzt drüber gefreut. Okay. Also gut. Aus dem Weg. Dann reiten wir mal hier lang. Hier war ich noch nie gewesen. Was gibt's hier denn Schönes? Schönes Gebiet. Sümpfe? Vermodertes Land? Eine Ebene unter Wasser? Zu viel geregnet hier. Was ist da hinten? Irgendwas habe ich da gesehen. Ah, da sind irgendwelche Manikiken. Komm, Geralt, die schnappen wir uns mal. Oh, wir haben ganz schönes Level. Na komm. Uiuiui, was hast du bei? Monsterauge. Ertrunkenen Zunge. Oh, hier hinten hier hat einer einen fahren lassen und man sieht's ja. Es stinkt alles hier umher. Oh, was ist das? Ah, bloß ein Fass. Ich hab gedacht, hier gibt's irgendwo eine versteckte Truhe vielleicht. Zu schön gewesen. Was ist hier? Pilze? Da hinten ist nochmal was los. Ah, hier. Was ist hier? Ein Käfig? Herzogenwasser, Blumen, Fell eines weißen, was weiß ich, Bärenfett. Alter, was kann man hier noch alles aufheben? Da ist nochmal so ein Manikiken. Ich möchte den mal mit der Armbrust einen Kopfschuss geben. Das geht natürlich nicht. Alter, wie viel Schaden macht denn der? Nein! Ah, fuck. Was ist denn das für einer? Warum hält der jetzt so viel aus? Oder mehr? Oder warum macht er so viel Schaden? Ey, wie auch direkt die Eingeweide draußen liegen, ne? Echt witzig. Aber was gibt's hier noch? Jo, Leute, dann machen wir hier einen Break, ja? Wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es natürlich cool, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Ihr könnt mir allgemein sowieso immer Kommentare schreiben, ja. Das würde mich freuen, würde mich glücklich machen. Likes ebenso. Und ja, wenn ihr mich abonniert, wäre es natürlich noch geiler. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein von The Witcher Wild Hunt. Bis dann, ciao.